Wunderbare Länder, die die USA beim Handel sehr schlecht behandeln. Beschwert sich über die Zölle auf Stahl und Aluminium, schrieb Trump auf Twitter, wenn sie ihre schrecklichen Barrieren und Zölle auf eine Vierte US-Produkte fallen lassen. Werden wir umgekehrt unsere aufgeben großes Defizit, wenn nicht. Erheben wir Zölle auf Autos etc. Fair auf einer Kundgebung vor Anhängern in Pennsylvania legte Trump noch nach Autos seien wirklich das große Problem, sagte der Republikaner mit Blick auf die EU und drohte, wir werden Mercedes-Benz mit Zöllen belegen. Wir werden BMW mit Zöllen belegen, derzeit entfallen auf jedes Auto aus US-Produktion, das in Europa fahren soll. 10% Zoll in die Gegenrichtung sind es nur 2,5%. Trump äußerte sich nach einem Treffen zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Samstag in Brüssel. Die EU dringt darauf, dass sie, wie Kanada und Mexiko, von den Strafzöllen auf Stahl 25% und Aluminium 10% ausgenommen wird. Die Trump in der vergangenen Woche verkündet hat, die Europäer betonen, dass die EU ebenfalls ein enger Verbündeter der USA sei und keine Gefahr für die Sicherheit darstelle. Mit der Trump die Zölle offiziell begründet hat, eine Lösung wurde bei dem Treffen indes nicht gefunden. Wie Malmström mitteilte, demnach soll die Diskussion in dieser Woche fortgesetzt werden. Quelle ntv.de